RWE verliert 0:1 gegen Waldhof Mannheim. Im Talk sprechen wir über das alte Problem, über die zu wenig gefährliche Offensive. Außerdem machen wir einen kleinen Ausflug in die Oberliga und schauen, welche Stürmer aus Essen es da gibt, die sich vielleicht anbieten würden für RWE. Und wir schauen darauf, was die Fans gerade in Bezug auf den Aufsichtsrat von RWE bewegt. Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ. Hallo aus Essen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres RWE Talks. Heute im Studio sind die beiden RWE-Experten Martin Herms und Ralf Wilhelm. Hallo. Mein Name ist Katrin Böcker und bevor wir starten, schon mal der Hinweis, wenn euch unser Talk gefällt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren, entweder bei YouTube oder da, wo ihr am liebsten Podcast hört. Das würde uns sehr freuen. Ja, gestern 0:1 Niederlage gegen Waldhof Mannheim. Ralf, du warst vor Ort im Stadion, nicht gestern, am Samstag, Entschuldigung. Vorgestern. Es ist genau, schon Montag. Genau. Du warst vor Ort im Stadion. Was sagst du, war das eine verdiente Niederlage oder wäre da zumindest ein Punkt machbar gewesen? Ein Punkt wäre machbar gewesen, aber ja, die haben halt das Tor gemacht und Rot-Weiß hat wieder mal, man sitzt hier und das heißt ja eigentlich von der Hafenstraße, aber eigentlich könnten wir die Sendung nennen und wöchentlich grüßt das Murmeltier. Es waren die alten Probleme. Der Sturm, wenn man den Sturm nennen darf, hat handverlesene Chancen sich erspielt, keine davon genutzt. Und dann wird man halt durch einen Fehler im Aufbauspiel oder besser gesagt in einem Fehler im Stellungsspiel bestraft mit einem Tor. Und dann geht man wieder mit leeren Händen nach Hause. Also es war kein gelungener Ausflug nach Mannheim. Das ging schon bei der Anreise los. In Köln war ja die große Baustelle und der Bahnhof gesperrt. Hat man erstmal eine Stunde auf dem Bahnsteig in Siegburg verbracht. Also es war ein Griff ins Klo im Grunde genommen dieser Samstag. Ja, insgesamt würde ich schon von einem ordentlichen Auswärtsspiel sprechen. Man hat ja tatsächlich 3 Tage nach diesem BVB-Spiel schon Chancen, das Spiel auch zu gewinnen. Also wenn man sich jetzt mal alle 3 Spiele in dieser englischen Woche anschaut, inklusive Ingolstadt, da hätte man ja auch durchaus 9 Punkte holen können. Also in Ingolstadt waren die Chancen da zum 3:1. Und ja, es war ein Spiel auf Messerschneide. Beiden Teams hat man so ein bisschen gemerkt, dass es das dritte Spiel innerhalb einer Woche war. Ja, das war so ein Abnutzungskampf, aber nichtsdestotrotz hatte RWE 3 echt gute Chancen. Ich erinnere mich an das erste Ding von Boyamba in der ersten Halbzeit, dann die Mega-Chance von Brumme und dann Müsel unmittelbar vor dem 1-0. Ja, es war auf jeden Fall mehr drin. Nach vorne hin war sicherlich ein bisschen mehr möglich für RWE. Mannheim haben es ganz gut geschafft, Lukas Brumme aus dem Spiel zu nehmen. Ja, seine Vorstöße, da hat man immer wieder einen davor geschoben, der das unterbindet. Das haben sie ganz ordentlich gemacht, aber Rot-Weiß hat nicht viel zugelassen. Und das sind so Spiele, die du in der letzten Saison häufiger mal gewonnen hast und jetzt verlierst du sie. Schade. Wir steigen mal ein bisschen tiefer in die Analyse ein. Szene des Spiels. Was ist euch besonders im Kopf geblieben? Ja, wie schon vom Martin gerade erwähnt, die Chance von Brumme in der zweiten Halbzeit beim Stande von 0:0. Bezeichnenderweise waren die beiden Großchancen in der zweiten Halbzeit nicht von einem Stürmer, sondern von einem linken Außenverteidiger und einem offensiven bis halboffensiven Mittelfeldspieler. Brumme war nach dem Schuss frei von dem Tor, im Nachschuss 3 Meter etwa zum Torwart. Ja, und dann statt ihn dann vielleicht auch mal zu chippen, hat es auch unten versucht. Der Ball wurde abgewehrt und kurz darauf, fast im Gegenzug, fiel das 0:1. Dumm gelaufen. Ja, für mich ist es ja fast schon so eine Doppelszene, wie eben schon angeschnitten. Du hast in Person von Torben Müsel die große Chance, in Führung zu gehen. Ja, er wird am 16er freigespielt, macht das dann richtig gut mit all seiner Technik, macht nochmal einen Haken, hat dann die Schusschance und trifft dann eben ein Abwehrbein. Also war sicherlich auch ein bisschen Pech dabei, aber wenn der reingeht, dann wage ich mal zu behaupten, gewinnt RWE dieses Spiel. Und fast im Gegenzug dann die schon von dir angesprochene Szene. Stimmt. Ein langer Ball aus dem Halbfeld. Da steht Eitschberger einfach schlecht. Ne? Also er hat 2 Möglichkeiten. Entweder macht er einen Schritt zurück und kriegt den Ball per Kopf oder er geht direkt in den Sprint und versucht mitzuhalten mit Völke. Das sind so Sachen, die passieren eben einem 20-Jährigen. Also Eitschberger würde ich da aus der Kritik grundsätzlich rausnehmen. Ich finde nach wie vor, dass er ein sehr belebendes Element ist hinten rechts, sehr zweikampfstark. Viel Zug nach vorne, aber sind dann eben so diese Kleinigkeiten, diese Fehler, die dann eben einem jungen Spieler passieren. In Dortmund, gegen Dortmund zu Hause hat er auch schon bei dem 3:1 nicht ganz so gut ausgesehen, lief zu spät los.
Das sind dann eben so diese Kleinigkeiten, die dann auf dem Niveau entscheiden. Da hat RWE schon, beziehungsweise Eitschberger, sehr, sehr teures Lehrgeld bezahlt in der Szene. Wir landen irgendwie immer wieder am selben Punkt. RWE ist in der Offensive zu ungefährlich, obwohl sie mehr Abschlüsse hatten als der Gegner. Aber irgendwie, wie fehlt da die letzte Konsequenz? Ja, ich habe mir dazu mal ein paar Zahlen angeschaut. Tatsächlich hatte Rot-Weiß in diesem Spiel 17 Abschlüsse, also 17 Versuche aufs Tor, von denen nur 3 aufs Tor gelandet sind. Also 14 Schüsse haben das Tor verfehlt. Das ist einfach dann viel zu viel. Ja, Manuel Winsheimer in der ersten Reihe hatte auch einige Abschlüsse, hat es noch nicht mal geschafft, irgendwie das Tor zu treffen, kurz vor der Halbzeit aus einer sehr aussichtsreichen Position. Das ist dann durchaus einfach viel zu wenig. Also wenn man sich die ganzen Statistiken anschaut über die ersten 8 Spiele, dann zählt Rot-Weiß bei den Teams mit den Torabschlüssen ja zu den Top 5. Aber die Chancenverwertung ist einfach eklatant schlecht momentan. Schaffen es einfach nicht, daraus Kapital zu schlagen. Was auch ein Problem ist, ich würde es jetzt nicht nur an den Stürmern vorne festmachen, es kommt ja auch von der Bank nichts. Also Rot-Weiß hat jetzt noch nicht ein einziges Joker-Tor in 8 Spielen. Das war in der letzten Saison eine der Stärken von RWE. Und da passiert momentan einfach gar nichts. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass der eine oder andere verletzungsbedingt ausfällt. Kelsey Owusu, der nochmal Schwung bringen kann über den Flügel, ist verletzt, steigt erst diese Woche wieder ein. Berisha noch nicht so weit. Bei Tom Musti hat man gesehen, als er reinkam gegen Dortmund 2, dass es noch einfach dauert nach seinem Mittelfußbruch. Und Dabrowski hat da momentan auch wenig Aktion. Auch Wonitsch und Winsheimer, wenn sie reinkommen, bisher noch nicht so die Impulse. Da gibt es noch einiges zu tun. Wie hat euch denn Wonitsch gefallen? Gegen den BVB 2 ist er ja gar nicht erst eingewechselt worden, diesmal schon, hat aber seine Chance nicht so richtig genutzt, oder was sagt ihr? Also Bewertung unscheinbar, würde ich mal sagen. Ich kann mich da nur wiederholen, was ich vor Wochen hier gesagt habe. Auf der Prio-Liste hätte ganz oben ein zentraler Mittelstürmer stehen müssen, den hat man nicht gefunden, nicht bekommen, wie auch immer. Einige waren wahrscheinlich zu teuer. Und dann hat man jetzt wohl die vage Hoffnung gehabt, zwei halbe gibt ein Ganzes, aber weder Winsheimer noch Wonitsch sind so stark für sich, dass man sagt, der ist es, sondern man hofft immer jede Woche wieder aufs Neue, kommt der eine rein, kommt der andere rein, da hat er immer eine gute Szene, aber die Konstanz fehlt total und zwar bei beiden. Ja, die Torgefährlichkeit ist einfach nicht da. Also Winsheimer hat jetzt so die ersten 3 Spiele von Beginn an in den Beinen. Hat das in Ingolstadt ordentlich gemacht, muss man ja sagen. Er war da an 2 Toren beteiligt, gegen Dortmund auch ein ordentlicher Auftritt als Ballverteiler. Aber als Stürmer muss er halt auch eine gewisse Torgefahr ausstrahlen. Das hat er jetzt in Mannheim überhaupt nicht. Trotzdem sollte man jetzt nicht wieder auf die Bank setzen. Finde er jetzt nochmal verdient, über 5, 6 Spiele einfach mal zu zeigen, dass er es drauf hat. Jetzt mit einer Trainingswoche vor Viktoria Köln und da muss er halt so langsam liefern. Man hat doch gar keine Alternative, man muss jetzt auf einen setzen und den stark machen, dass er vielleicht selbstvertrauend auf den Platz gewinnt und dann die Leistungskurve nach oben geht. Das ist die einzige Hoffnung. Der Einzige, der das vielleicht noch könnte, ist ein Ahmed Arslan. Der hat früher schon mal im Sturmzentrum gespielt, aber ich finde die momentan auf dieser Spielmacherposition echt gut. Er hat ja auch schon 4 Assists, also 4 Tore vorgelegt. Ist mit seinen Steckpässen halt immer wieder gefährlich. Ihn da jetzt ganz vorne reinzutun, ist auch nicht die Optimallösung. Deswegen, ja, man muss jetzt einfach mal hoffen, dass bei Winsheimer der Knoten platzt, dass er vielleicht mal einen macht oder Wonitsch sich über einen Joker-Tor anbietet. Es gibt ja sonst keine Option, wie du schon sagst. Oder Berisha explodiert, aber auch davon ist er weit entfernt. Ist ein junger Spieler, den merkt man an, dass er noch ein bisschen braucht, um in der dritten Liga anzukommen. Ja. Dem Magenta-Kommentator ist das auch aufgefallen. Der sagte, RWE braucht eigentlich auch so einen Terence Boyd wie Mannheim. Ist das so, dass man vielleicht auch jemanden braucht, der so eine gewisse Körperlichkeit mit reinbringt? Ja, oder ist das gar nicht nötig? Am Ende brauchst du immer einen, der vollstreckt. Ja. Ne? Also ich bin da schon immer ein Freund von, so eine Sturmkante auch im Zentrum mal zu haben. Einfach mal für eine andere Spielart, eine halbe Stunde vor Schluss, dass du jemanden reinbringst, der vielleicht auch mal eine Flanke verwerten kann. Klar, Terence Boyd ist ein absoluter Torjäger, der ist ja auch irgendwie auf dem halben Bein da gelaufen, hat der Trares auch nach dem Spiel gesagt, der konnte eigentlich gar nicht mehr. Nach 20 Minuten hätte er ihn gerne ausgewechselt. Aber er hat eben diesen Riecher, so, der sieht ganz genau, der Ball landet am Pfosten, steht entsprechend und schiebt ihn dann rein. Ne? Sah dann nicht so aus wie die ganz große Kunst, aber er hat eben diesen Torriecher und ja, gebe ich dir recht, Ralf, so einer fehlt tatsächlich noch im Kader. Mhm. Apropos, es fehlt noch jemand im Kader. Ralf, du hast einen kleinen Ausflug in die Oberliga gemacht, nach Schonnebeck. Da gab es jemanden, der dir sehr gut gefallen hat. Wer war das? Ich wollte mal wieder Tore sehen und habe mir das Spiel Schonnebeck gegen Mülheim angeschaut. Eben jener Gegner, gegen den die Rot-Weißen
vor einigen Wochen sich zu einem 2:0 im Pokal gequält haben. Gestern gab es einen 7:0 Sieg von Schonnebeck, man kann es gar nicht oft genug sagen, der schon nach 65 Minuten, glaube ich, feststand. Zu dem Zeitpunkt hatte ein gewisser Arne Wessels 5 Tore erzielt. Dirk Tönnes hat ihn, der Trainer von Schonnebeck, hat ihn nach 62 Minuten vom Platz genommen. Ich glaube, um ihn selbst vor sich selbst zu schützen, der hätte noch 3 weitere Tore erzielt. Also ein überragender Mann. Daneben der Sohnemann vom Dirk Tönnes, Conor Tönnes, der gestern mal leer ausgeblieben ist, der aber auch ansonsten gut knipst. Also das sind 2 Jungs. Mir brennt es auf der Seele und ich könnte mich jetzt gleich hier in Rage reden, aber bevor man irgendwo in Bayern München ein Ex-Talent hier hinholt, finde ich, sollte man dringend in der Nachbarschaft seine Augen offen halten. Da gibt es genug Talente. Diese beiden Talente sind so herausragend, die habe ich seit Ali Bilgin bei Rot-Weiß Essen nicht mehr gesehen. Bist also der Meinung, dass die jetzt schon im RWE-Kader spielen könnten? Zumindest spätestens im Sommer. Also für die Jüngeren noch kurz erwähnt, Ali Bilgin war der letzte große eigene Nachwuchsspieler von Rot-Weiß Essen Anfang der 2000er Jahre, der den Sprung geschafft hat. Und Ali Bilgin war später bei Fenerbahce Istanbul, war der Champions-League-Spieler. Und die beiden, da lege ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, die haben das Potenzial mindestens für die zweite Bundesliga. Wahrscheinlich reicht das nicht mal aus. Und ich weiß jetzt schon, ich habe gestern dann auch nach dem Spiel länger mit seinem Berater gesprochen, die Zeit drängt. Da sind schon viele, viele Vereine hinterher. Ich habe auch dann die Rot-Weiß-Verantwortlichen mal gefragt, da hieß es dann, die haben wir auf dem Schirm. Also auf dem Schirm reicht mir gar nicht. Ich muss sagen, man sollte sie unter dem Schirm haben. Also ich weiß, die beiden Jungs waren mit ihrem Trainer beim Bielefeld-Spiel im Stadion an der Hafenstraße. Die hätte ich gar nicht mehr vom Hof gelassen. Die hätte ich sofort dingfest gemacht. Und wenn ich an Rot-Weiß Essen stelle wäre, würde ich mir jetzt jedes Heimspiel von Schonnebeck anschauen. Oder sagen wir fast, ja, eigentlich alle 2 Wochen kann man das machen. Würde den Leuten, den beiden Spielern das Gefühl geben, dass sie unbedingt zur Hafenstraße kommen sollen, dass man sie haben möchte, denn die beiden haben sich schon so geäußert, dass sie es auch gerne tun würden. Die fanden die Hafenstraße auch geil bei ihrem Besuch. Also den würde ich ständig jetzt auf der Matte stehen und ich kann nur sagen, die werden von Woche zu Woche teurer mit jedem Tor und irgendwann sind sie dann wahrscheinlich für Rot-Weiß Essen nicht mehr greifbar. Vielleicht ganz kurz für alle, die nicht so tief drin sind. Man hat die auf dem Schirm, das heißt, man weiß, dass es sie gibt, aber es gab noch keine Gespräche? Doch, oder? Keine konkreten Gespräche. Doch, es gab Gespräche. Ja. Konkret, aber... Man hat zumindest mit Arne Wessels schon gesprochen, das weiß ich aus ganz sicherer Quelle. Ja, also sollte auf jeden Fall nicht daran scheitern, dass man die Situation falsch einschätzt oder sich nicht um die beiden bemüht, oder zumindest um den einen, ne? Weil... du hast gerade angesprochen, Arne Wessels hat jetzt schon 11 Tore beim Oberligaspitzenreiter in 7 Spielen mit 18 Jahren. Das ist schon ordentlich. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein ordentlicher Sprung von Oberliga in die dritte Liga. Ne? Also jetzt sofort wird er natürlich jetzt nicht weiterhelfen. Möglicherweise im nächsten Jahr, vielleicht ist auch da der Zwischenschritt in die Regionalliga erstmal der richtige. Aber man könnte ja so ein Modell fahren, verpflichten, ausleihen für ein Jahr. Natürlich. Denn was brauchen die Jungs in dem Alter? Spielpraxis. Ja. Deswegen sehe ich es ein bisschen kritisch. Was momentan mit Gianluca Zwajkowski passiert, ist auch ein Talent aus der U19, ist im Kader, spielt dann eben nur im Niederrhein-Pokal. Das bringt dir halt nicht, das bringt dir nicht viel in dem Alter. Du musst jetzt spielen. Das machen die beiden und klar, da wird natürlich, werden da gerade diese U23-Teams vom Bundesligisten drauf aufmerksam. Die sind hinterher, genau die sind es nämlich. Die sind da hinterher und jetzt guck dir mal an, so ein Verein wie Schalke 04, der eine Regionalligamannschaft hat, eine Zweitligamannschaft, die ein bisschen schwächelt, da ist der Sprung dann vielleicht nicht ganz so groß, da würden solche Modelle schon Sinn machen. Aber sollte Rot-Weiß schon aufpassen, dass man solche Spieler, die eben hier vor der Haustür groß werden, nicht verliert. Martin, du sprichst vom Sprung, der zu groß ist. Ich kann wieder nur an Ali Bilgin erinnern. Der ist damals mit seinen 17 oder 18 Jahren gleich in die zweite Liga gegangen mit Rot-Weiß Essen. Die haben damals zweite Liga gespielt. Und da hat man nichts davon gemerkt, dass der Sprung zu groß ist. Ich behaupte, herausragende Spieler sind jetzt schon gut genug, um sich auch in der dritten Liga zu behaupten, in dem Alter. Ist schon schwierig. Letztes Jahr haben sie U19 Niederrheinliga gespielt, jetzt Oberliga. Ich finde schon, dass es viel ist, also schon ein weiter Sprung ist. Wichtig ist, dass er spielen muss. Es würde ihm jetzt nichts bringen, wenn er jetzt schon spielen würde bei RWE und käme dann von der Bank nur ein paar Minuten. Er muss regelmäßig spielen. So, ob jetzt in der Oberliga und nächstes Jahr in der Regionalliga. Und dann wird man halt sehen, ob er es schafft. Aber gebe ich dir natürlich recht,
Ja, du musst solche Spiele auf dem Schirm haben und musst dann auch konkret werden und darfst sie nicht durch den Lappen gehen lassen. Das ist doch ganz klar. Ich glaub, ja, schade, wenn die woanders hin. Ich gucke mir die Jungs seit 2 Jahren schon an. Ich kann nur sagen, dass gerade Arne Westens vom letzten Jahr zu diesem Jahr einen unglaublichen Sprung gemacht hat. Der war auch letztes Jahr schon in der Oberliga dabei. Und was der an der Entwicklung gemacht hat, der Junge ist schnell, der hat eine Ballbehandlung, der trifft in den Winkel, der kann alles. Der ist natürlich körperlich ein bisschen schwach noch, aber er ist wahnsinnig schnell. Den kannst du gar nicht faulen, der ist schon weg, bevor du ihn faulen möchtest. Also holen. Ja. Macht man ja nicht viel falsch mit. Genau. Und wenn jetzt das Geld, gut, natürlich kann es sein, die Kassen sind leer, der wird jetzt von Woche zu Woche teurer, aber mein Gott, ich meine, man hat ja auch Leute im Verein, die haben ja das Kleingeld offensichtlich. Wenn ich an den Herrn denke, der die beiden Trainingsplätze draußen bezahlt hat, die wunderschön geworden sind und viel Geld gekostet haben, da sollte es auch möglich sein, wenn man, selbst wenn man den extern bezahlen muss, dass man sich so ein Talent nicht durch die Lappen gehen lässt. Die auch noch zu Rot was essen wollen, das kommt ja auch noch hinzu. Wir werden die Entwicklung weiter begleiten, auch hier im Talk. Bevor ihr euch jetzt total in Rage redet, gehen wir mal ein bisschen weg vom Sportlichen. Top-Thema der Woche. Wir waren ja letzte Woche alle drei zusammen im Stadion beim Spiel gegen den BVB 2. Und da wurden Transparente in die Höhe gehalten auf verschiedenen Tribünen. Da standen so Sachen drauf wie jahrelange Pflichtverletzung oder VIP-Karte wichtiger als Kontrollfunktion. Da war dann auch netterweise direkt in Rot markiert AR, damit wir alle wussten, um wen es geht, nämlich um den Aufsichtsrat. Martin, was ist da los? Ja, das ging dann nach diesem Torwirbel so ein bisschen unter, ne, als die Rot-Weißen dann die 3 Stück gemacht hatten. Aber tatsächlich, ja, war es dann schon eine geplante Aktion. Das waren so 4, 5 Plakate, die da hochgehalten wurden. Also der Hintergrund ist der, es geht natürlich um den Aufsichtsrat und um die Wahlen im kommenden Jahr 2025. Es gibt im Hintergrund ein paar Personen, die den Anspruch haben, dort reinzukommen in den Aufsichtsrat, die das auch unbedingt möchten. Das sind Leute, die jetzt vorher nicht namentlich genannt werden wollen, aber was ich verraten kann, ist, das sind alles langjährige Unterstützer des Vereins, Sponsoren, die schon sehr lange dabei sind und die da gerne rein möchten in diesen Aufsichtsrat. So, warum ist das jetzt wichtig für die JHV am 13. Oktober? Da wird der Wahlausschuss gewählt, also noch nicht der Aufsichtsrat, aber der Wahlausschuss ist eben sowas wie die Eintrittskarte in den Aufsichtsrat. Das heißt, der Wahlausschuss wird dann im kommenden Jahr die Leute vorschlagen für die Wahl des Gremiums. Und daher weiß ich schon, dass die Leute eben aus dieser, ich nenne sie mal Opposition, das hört sich irgendwie so negativ an, aber es sind tatsächlich eine Gruppe von Leuten, die da rein möchte. Und die wollen sich natürlich schon jetzt am 13. Oktober eben für diesen Wahlausschuss bewerben, beziehungsweise das haben sie schon getan, die wollen da rein. Kleine Ergänzung, das Plakat mit dem AR, das AR war in Großbuchstaben geschrieben. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht bei denen, die das da wohl hochgehalten haben, oder aus dem Umfeld zumindest. Das AR war durchaus doppeldeutig zu verstehen. Das sind auch die Initialen eines Vorstandsmitgliedes. Und deswegen hat man bewusst nicht Aufsichtsrat geschrieben, sondern AR. Das wollte ich noch kurz ergänzen. Ja. Okay. An welcher Stelle liegt denn da der Konflikt? Ja, natürlich ist in den letzten Jahren nicht unbedingt alles sauber gelaufen. Ne? Es gab halt immer wieder diesen schwellenden Konflikt zwischen dem alten Vorstand und dem Aufsichtsrat. Dann gab es eben diese fast schon berühmte Jahreshauptversammlung, als das Millionen-Minus präsentiert wurde. Da hat man sich natürlich auch gefragt, wie kann ein Kontrollgremium das zulassen? Dann gab es die Geschichte, die Ralf Groß aufbereitet hat, ne, mit Sascha Peljan, dass man es geschafft hat, einfach so einen Unterstützer zu verprellen, dass der halt nicht mehr da ist im Verein. Und grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man sich vor allem die Altersstruktur des Aufsichtsrates, des Gremiums anschaut, dann könnte da frisches, junges Blut durchaus weiterhelfen. Das ist erstmal, wie gesagt, recht positiv, dass es überhaupt Unterstützer gibt. Also es könnte ja laufen wie beim MSV Duisburg, dass sich jahrelang keine Sau darum kümmert. Und erstmal würde ich sagen, ist es schon positiv, dass es Leute gibt, die aktiv werden wollen innerhalb des Vereins. Und ich bin gespannt. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Kiste bei der Jahreshauptversammlung. Da werden wir erstmal einen ersten Wink bekommen auf jeden Fall, in welche Richtung es geht. Okay. Lässt sich da schon eine Prognose abgeben oder ist das schwierig vorher zu sagen? Tatsächlich eher schwierig zu sagen. Auf jeden Fall wird diese Gruppe dann bei der Jahreshauptversammlung ihre Position kundtun. Muss sie ja auch. Ne? Also es muss ja auch wirklich mal, es reichen ja irgendwelche Plakate, reichen da ja nicht aus. Also ich bin da schon ein Freund von klaren Worten und die müssen ja schon ganz klar sagen, was sie wollen, was sie möchten, was sie dem Aufsichtsrat vorwerfen. Bisher sind das eher so Vermutungen, aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall zur Sprache kommen am 13. Oktober.
Okay. Wir werden auch darüber wieder im Talk sprechen. Jetzt wollen wir zum Schluss noch den Blick nach vorne richten auf das Spiel gegen Viktoria Köln. Wenn wir auf die Tabelle schauen, dann stehen die um einiges besser da als RWE. Was glaubt ihr? Wie schwierig wird diese Aufgabe für RWE? Die wird sehr schwierig werden. Es kommen jetzt auch die Gegner langsam auf Rot-Weiß-Essen zu, die sich alle oben tummeln. Die ersten fünf sind alle noch nicht bespielt worden von Rot-Weiß-Essen. Viktoria Köln wird auch wieder bockschwer und man kann nur hoffen, dass die Rot-Weißen sich an die letzte Heimvorstellung erinnern und das als Maßstab nehmen und nicht das Spiel in Mannheim. Genau. Wie immer unsere Frage. RWE gewinnt wenn. Was muss passieren, damit RWE diesmal einen Sieg einfährt? Ja, RWE muss auf jeden Fall die Leistung des BVB-Spiels anknüpfen, defensiv stabil stehen und natürlich muss vorne mal was passieren. Man hatte gegen Dortmund einfach einen glänzend aufgelegten Torben Müsel. Irgendwoher müssen die Tore ja kommen. Ne? Also wie gesagt, es sind nicht nur die Stürmer. Was mir auch noch in Mannheim aufgefallen ist, war die Schwäche bei Standardsituationen. Also bis auf Schulz strahlt da ja wirklich niemand irgendwie Torgefahr aus bei Ecken. Die werden auch gar nicht so schlecht reingetreten, wie ich finde, von Aslan. Also es würde schon helfen, mal durch ein Kopfballtor in Führung zu gehen. Dann hat man direkt die Hafenstraße wieder hinter sich. Natürlich ist jetzt eine gewisse Drucksituation da, ist eben so. Da hat man sich jetzt selbst mit reingebracht. Na, wenn du das Spiel verlierst, dann wird das wahrscheinlich eine unangenehme Jahreshauptversammlung beziehungsweise auch eine unangenehme Länderspielpause. Also ein gewisser Druck ist jetzt schon da, zu Hause nachzulegen. Viktoria Köln, eine sehr, sehr gute Mannschaft, die ist gut drauf. Aue 2-0 geschlagen. Die haben übrigens den besten Joker der Liga in ihren Reihen mit Sammy Güler, den Küsters aus Wuppertal geholt hat. Der hat mal eben 5 Tore nach Einwechslung gemacht, also genau das, was RWE momentan nicht hat. Wird eine schwierige Kiste. Rot-Weiß muss den Kopf da aus der Schlinge ziehen. Ralf, was sagst du? Wann gewinnt RWE? Ich fände es charmant, wenn Michael Schulz, der ehemalige Viktorianer, der auch Kapitän noch da letztes Jahr war, vielleicht bei einem Standard den Ball so trifft mit dem Kopf, dass er den 1-0 sich sichert. Wäre eine schöne Geschichte für uns auf jeden Fall. Wenn wir schon Standardtore fordern, dann Schulz, ne? Genau. Wenn das so kommt oder auch wenn es anders kommt, werden wir hier im Talk wieder drüber reden. Nächste Woche Montag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr uns gerne schreiben, zum Beispiel per E-Mail an vonhafenstraße@funkemedien.de, alles zusammengeschrieben. Da freuen wir uns, wenn ihr euch bei uns meldet. Ansonsten vielen Dank an euch beide, Martin und Danke Ralf. Dir. Gerne. Vielen Dank an alle, die zugeschaut oder zugehört haben. Wir sehen uns am Montag wieder. Ciao aus Essen. Ciao. Ciao. Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.